Moin's Guys, euer Mysterium alias Elotrix aus der FIFA-Szene ist back mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Dass ich das nochmal sagen darf, hätte ich auch nicht gedacht. Und zwar bin ich dabei beim Break FIFA Bundesliga Cup. Ich habe ihn gefragt, ob ich mitmachen darf, und er hat gemeint, ich darf mitmachen. Und normal hätte ich ja nicht mitmachen dürfen, weil ich noch keine 100 Abos habe, aber er hat eine Ausnahme gemacht, weil er noch Teilnehmer gesucht hat für das Turnier, und da habe ich mich bereitgestellt dafür. Das Turnier, das findet statt mit 18 Teilnehmern, also 18 YouTubern, die einen Bundesliga-Verein nehmen, und wir spielen dann wie in der Bundesliga, jeder gegen jeden mit einer Hinrunde und einer Rückrunde. Genau, und was es noch zu dem Verein gibt, ich habe den Verein Eintracht Frankfurt bekommen, und es müssen halt 18 Spieler aus dem Verein, also ich von Frankfurt, haben. Dann müssen mindestens zwei davon Silber sein und einer Bronze. Bei drei Spielern habe ich die freie Auswahl, welchen ich möchte. Also ich kann ob Ronaldo, Messi oder Bale, ich kann mir alles aussuchen, also drei Spiele aussuchen davon, die ich dann für das Turnier dann auch noch nutzen darf. Und ein SBC-Spieler, das ist bei mir Tim Cahill. Und ein Leihspieler, das ist bei mir Ross Barkley. Und ich zeige euch gleich mal mein Team, für mit dem ich das bestreiten werde. Hier könnt ihr es gleich sehen. SGE Pokalsieger, weil heute spielt er Frankfurt gegen Dortmund, und ich erhoffe mir natürlich den Sieg der Frankfurter. Das wäre natürlich schon schön für die Frankfurter als Außenseiter, mal einen Pokal zu gewinnen, und auch für ein viele Frankfurter Legenden. Fangen wir mal an, ich zeige euch mein Team mit Lukas Radetzky im Tor. Man of the Match Karte, sehr gute Werte, leider kein Tots bekommen, aber richtig geiler Torwart. Dann auf der linken Seite ist der Bastian Okcipka, relativ solide Werte, 70er ist jetzt nicht die beste Karte, wo ich jetzt spielen würde, wenn ich ganz normal spielen würde. Daneben ist Jesus Vallejo, er hat ja schon für Schlagzeilen in den letzten Tagen gesorgt, er hat sich ein Tattoo tätowieren lassen und daraus ging eine Entzündung hervor, und nun kann er jetzt nicht beim DFB-Pokalfinale mitspielen. Es war schon ein kleiner Skandal um die Frankfurter. Dann daneben ist der David Abraham. Gutes Pace auf jeden Fall. Defense, Physik sind auch ganz gut. Richtig guter Mann. Rechts ist der Timmy Chandler. Tyson vom Basketball natürlich. Timmy Chandler mit gutem Pace. Einigermaßen guten Defense und guter Physik. Guter Allrounder. Mittelfeld einmal Marc Stendera, Mitte 70er Werte, solide im Angriff, ausbaufähig in der Verteidigung, ganz okay. Und auf der 6 habe ich dann noch Makoto Hasebe, in Form, 20k hat er gekostet, richtig geiler Mann, richtig gute Werte außerhalb der Schuss, der fällt ein wenig ab bei ihm. Daneben ist der Mascarell, auch ein seltener Spieler, hat glaube ich auch ein Upgrade bekommen, wenn ich mich nicht irre. Sehr gute, zumindest die rechte Seite, gute Werte. Linkes bei Tempo, Schuss und Pass ist es noch ausbaufähig, aber ich denke, er wird auch seinen Dienst für unsere Mannschaft erfüllen. Und dann kommen wir zum Starspieler unserer Mannschaft, Marco Fabian auf der 10. Richtig geiler Spieler, trotz 78 Tempo, 90 Dribbling, 90 Schießen, 88 Passen. Kostet auch nur 50k. Richtig geiler Mann. Er wird bestimmt für unsere Mannschaft die meisten Tore schießen. Daneben ist Haris Seferovic im Sturm. 72 Tempo, 72 Dribbling, 76 Shooting. Relativ okay, würde ich sagen, aber er wird auch nicht immer für mich spielen. Daneben die Eintracht-Legende schlechthin, Alexander Meyer. 44 Tempo, 82 Schuss, 23 Physis. Richtig geiler Mann, wer ihn nicht kennt, Alexander Meyer, Fußballgott. Er wird mit seinen Kopfbällen die Gegner bestimmt zur Verzweiflung bringen. Dann auf der Auswechselbank haben wir Marco Rus.
War ja auch an Krebs erkrankt, nun ist er wieder back. Ganz solide Werte außer das Pace. Daneben noch Baba Anderson, 65 Tempo, 76 Defense, 68 Physis, ganz okay. Auch mal zum Einwechseln, genauso wie Branimir Gotthard, der wird auch beim öfters mit Haris Seferovic tauschen. In Form ist er sogar, 15k wieder kostet er so circa. Könnt ihr euch auch mal schulen. Daneben ein Bronzespieler, wie ich ja schon bei den Regeln erklärt habe, muss ein Bronzespieler dabei sein und das ist bei mir Bunyaki. Dann im Sturm habe ich noch den Danny Blum dabei. 87 Tempo, 72 Dribblings, 66 Shooting. Der wird auf jeden Fall auch mal eingewechselt werden. Mit dem Pace wird er die Gegner schon zur Weißglut bringen. Daneben ist Johannes Flum. Ganz okay Werte, auch mal für vielleicht Mascarell, genau, und rechts haben wir noch den Varela von Frankfurt, gutes Pace, Defense, Physik, Dribbling reden wir lieber nicht drüber. Dann haben wir noch, als mein Leihspieler habe ich den Tim Cahill ausgewählt, wie ich schon im Intro, wie ich schon in der Einführung gesagt habe. Bester Kopfballspieler in FIFA, deswegen habe ich den mal mitgenommen. Genauso wie Ross Barkley, richtig guter Allrounder aus der Barkley ZOM, wird öfter mal für Marc Stendera oder Mascarell eben auch eingewechselt werden. Dann der gefürchteste und mein Lieblingsspieler, Seydou Doumbia aus FIFA 15, 94 Tempo, 84 Dribbling, 85 Schüsse. Er wird die Gegner zerstören. Er wird die ganzen YouTuber flachlegen. Kappa. Und daneben haben wir Lukas Podolski, 87 Tempo, 87 Dribbling, 93 Shooting. Richtig geiler Mann, Legende in der deutschen Nationalmannschaft. Hat aber auch bei Köln gespielt, Galatasaray, und nächste Saison dann in Japan. Richtig geiler Mann, er wird mit seiner linken Klebe bestimmt paar schöne Dinge reißen. Dann haben wir noch Klaassen. Ist ein Team of the Season, richtig geile Werte, fast in der Kulit-Gang. Nur wegen dem Defense-Wert, eins weiter drunter, aber Shooting, alles sehr, sehr geil bei ihm. Und ich an dieser Stelle wären wir dann auch durch. Ich bedanke mich nochmal bei Break FIFA, dass ich bei diesem Turnier teilnehmen darf. Und gebe gleich mal eine Kampfansage an die ganzen YouTuber raus. Ich will das Ding gewinnen. Und kein anderer wird mir da im Weg stehen. Ich bin der Mysterium und ich gewinne alles. Und damit würde ich sagen, viel Glück an alle und haut rein. Euer Mysterium ist raus. Ciao.